Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Hey, Plauderguy. Ja, ihr beide. Ihr seid was ab. Sie sind ganz nah bei uns. Ich konnte ihre flüchtenden Umrisse erkennen, als ich sie verfolgte. Aber als ich an diese Stelle kam, hatte ich sie schon, schon aus den Augen verloren. Sie müssen hier irgendwo lauern. Okay. Ich sehe niemanden, muss ich sagen, irgendwie. Aber es scheint hier nichts zu geben, wo man sich verstecken könnte. Aber was ist das? Meine seltsame Vorahnung. Das sind nur Felswände um uns herum. Das, was ich aus dem Augenwinkel von Ihnen gesehen habe. Ich bin kurz davor, mich zu erinnern. Ja, das ist es. Als Sie mich das letzte Mal gegriffen haben, sie erschienen aus dem Nichts. Aber tatsächlich kamen sie... Eieiei. Okay. Oh, Dragon Doggy, pass auf! Wir sind über uns! Was? Hiya! Uah! Ich bin Kadu Botops. Und wir, die Gebrüder Amoroso. Alle Eindringlinge. Allen Eindringlingen muss eine Lektion erteilt werden. Nimm das. Okay. Plauderguy. Na, was? Damit lasse ich euch nicht davon kommen. Was haltet ihr davon? Dieser Held hat seinen Kameraden mit seinem Körper beschützt. Das ist nicht wirklich klug. Hey, ich erinnere mich. Kabutops, dieser große Held war schon einmal hier. Wir haben ihn auf die gleiche Weise umgehauen. Ja. Ja, das hat er schon zum zweiten Mal gemacht. Dafür muss man schon ziemlich, schon richtig doof sein, ja. Sag, was ihr wollt. Diese beiden, sie sind unsere besten Rekruten. Ich lasse nicht zu, dass ihr euch, dass ihr da etwas zustößt. Plauderguy. Plauderguy. Na, ihr seid als nächstes dran. Nehmt das. Wir sind die besten Rekruten? Na, okay, natürlich sind wir das, aber. Wow, geil. Attackin. Oh Gott. Ist das bei euch auch schon? Ja, Moment mal eben. Ich musste kurz was umändern. Wir nehmen mal Rasierblatt. Und haben wir zufällig irgendwie... Kleinkies haben wir sogar dabei, geil. Werfen. Was? Moment, ich besieg erstmal... Ah, okay, doch nicht. Ich nehme Megasauger. Heilige Scheiße. Aber die dürften... Ach, es dürfte kein Problem sein gegen die. Ha, zurück. Der hält aber also viel aushalten tut er schon mal. Okay, er nicht. Dann... Ja gut, jetzt hat er eh Ausdauer, dann kann ich... Amoroso besiegen. Ich habe keinen Dings mehr. Fixiert. Ups. Fixieren. Komm, jetzt wo wir schon mal dabei sind, können wir auch ein bisschen, ne? Er hat Ausdauer, also von daher juckt es herzlich wenig. Da konnten wir auch irgendwas machen. Wir konnten auch eine Sinebeere essen oder so, was auch immer. Okay, erstmal abhauen. Pussys, ey. Plauderguy. Plauderguy, bist du okay? Halte durch. Plauderguy. Und Reptain ist auch dabei, geil. Diese Stämme, Geldmeister. Knuddeluff und auch Reptain. Geldmeister! Reptain! Oh, was macht Reptain bei dem Geldmeister? Das erkläre ich später, das hier ist wichtiger. Plauderguy. Hey, das ist übel, Plauderguy ist zu Boden gegangen. Trotz Wetter, oh, ist er verletzt, hui. Plauderguy, bist du okay? Bist du verletzt, Ding? Mir geht's gut. Ich bin gesunder Mutter. Wie ihr seht. Oh, Plauderguy. Tut mir so leid, Plauderguy. Wäre ich doch noch früher gekommen. Mach dir bitte keine Sorgen, Vorwürfe, Geldmeister. Aber das ist so erniedrigend, von denselben Gegnern besiegt zu werden, schon wieder. Das ist nicht wahr, Plauderguy. Ja. Als ich das letzte Mal herkam. Da wurdest du sofort K.O. geschlagen, Plauderguy. Deswegen wirst du dich kaum erinnern können, aber damals,
Als die Bande von Kabutops sich auf uns stürzen wollte, hast du mich vor der Attacke geschützt, Plaudergeil. Wie bitte? Gleich danach habe ich mir die Bande von Kabutops vorgeknüpft. Wenn du nicht gewesen wärst, um die Attacke abzufangen, Plaudergeil, ich wäre auf der Stelle zum Boden gegangen. Ohne Plaudergeil hätte es für mich übel ausgesehen. Aber das ist wirklich geschehen. Plaudergeil, du bist mein unverzichtbarer Partner. Es ist eine Ehre für mich, diese Worte zu hören, Meister. Das macht mich zu einem sehr glücklichen Pokémon. Plaudergeil! Plaudergeil. Leute, bleibt ruhig. Ja, er wird durchkommen. Ihm bleibt noch Zeit. Schafft ihn jetzt zur Gilde. Nun denn, schnell, gehen wir alle zurück zur Gilde. Nein, ihr werdet Plaudergeil zurück zur Gilde bringen. Aber ihr, Doki und Dragon, du und Reptane, ihr drei müsst weitermachen. Aber macht euch keine Sorgen. Und außerdem, wenn ihr jetzt nicht weitergeht, dann hätte Plaudergeil sich für nichts und wieder nichts geworfen. Vor euch geworfen. Das letzte Muster liegt vor uns. Beeilung. Danke, Knödelhoff. Wir werden weiter vorangehen. Lass uns gehen, Dragon und Doki. Okay. Gehen wir, Doki. Jo. Oh Mann. Viel Glück. Findet das verborgene Land. Reptane, woher wusstest du, dass du uns hier findest? Na, Knödelhoff hat mich hergebracht. Ja, was? Knödelhoff war das? Na, das stimmt. Knödelhoff hat dann nach mir gesucht. Sobald er mich gefunden hatte, bat er mich mitzukommen. Er sagte, er wäre kurz davor, das verborgene Land zu finden. Na, es war praktisch, denn ich wollte sowieso wieder zu euch stoßen. Wieder zu uns stoßen? Warte mal, ist das etwa... Ja, so ist es. Ich habe alle notwendigen Zahnräder der Zeit eingesammelt. Ja, jetzt müssen wir noch zum verborgenen Land gelangen. Lass uns also den Ort mit dem seltsamen Muster finden. Ja. Oh, sieht schön aus, das Wasser da. Finde ich. Hat Style. Wow, hier ist Wasser. Warte mal, das ist Meereswasser. Sieh mal, Doki. Das sieht echt schön aus. Der Höhlenausgang öffnet sich weit zum Meer hinaus. Von außen könnten wir ihn nicht sehen, weil er im Schatten liegt. Ja, Mann. Ja, stimmt. Das Meer ist hinter den Felswänden zu sehen. Es ist fast Abend. Wir haben nicht bemerkt, wie die Zeit vergeht. Nein, die Flut steigt bis hier durch diese... Was? Durch diese Spalte in der Wand. Oh, das ist... Hey, Leute. Hä, Doggy? Was stimmt denn nicht? Hey, sieh dir das an. Das ist das Muster. Das ist das gleiche Muster wie auf dem Reliktfragment. Ich nehme an, das ist das gleiche Muster, das Plaudergeil beschrieben hat. Lass mich mal das Reliktfragment hervorholen. LOL. Hey, warte, das Reliktfragment. LOL. Wow, das Muster an der Wand glüht jetzt. Es ist also, als ob es auf das Reliktfragment reagiert. Ah! Oh, Licht, hell, grell. Okay. Ja, so ein Laserstreich, Junge. Was? Was war das? Ein Lichtkegel schießt in Richtung Meer. Was war das? Was, das ist... es kommt näher. Es schwimmt. Lapras. Hallo, Lapras. Dragon, Doki und Reptane, korrekt? Du kennst unseren Namen? Ja, ich wurde von Knuddelhoff informiert. Knuddelhoff hat sie dir genannt? Dieses Muster an der Wand hat einen Lichtkegel geworfen, der über das Meer fliegt. Er fiel. Direkt danach bist du erschienen. Kannst du mir sagen, wer du bist? Ich bin Lapras. Ich geleite euch zum verborgenen Land. Meinst du das ernst? Du kannst uns zum verborgenen Land bringen? Ihr habt den Lichtkegel an der Wand entfesselt. Das ist das Signal, um Einlass zum verborgenen Land zu erhalten. Es liegt jenseits des Meeres. Steigt auf meinen Rücken. Ich werde euch über das Meer Meer bringen. Fürchtet euch nicht. Ich bin außergewöhnlich. Wow, voll eingebildet. Ich kann euch alle und noch mehr auf meinem Rücken tragen. Es liegt jenseits des Meeres. Das verborgene Land. Na, Doki, Dragon. Gehen wir. Über das Meer. Ja, Mann, wir sind Jesus, Alter. Wir alle. Wir können übers Meer laufen. Yo. Kapitel 19. Nächster Stopp. Verborgenes Land.
Uiuiui, Leute, wir nähern uns dem Ende. Verdammt, ey. Schon krass. Oh, Gildenmeister. Na, wie geht das Plautergeil? Kommt er wieder auf die Beine? Yep. Er muss heute Nacht schlafen und sich erholen. Ich denke, es wird ihm morgen besser gehen. Ja! Ich freue mich, das zu hören. Oh, jawohl, ja. Oh, das ist eine echte Erleichterung. Heute der Wetter. Hey, das ist super. Plautergeil immer wieder gesund, hey. Gildenmeister? Was ist denn so ein Flora? Gildenmeister, du sagtest, Plautergeil hätte dich in dieser Höhle vor langer Zeit gerettet. Kannst du uns davon erzählen? Yep, folgendes geschah damals. Na, Gildenmeister, pass auf! Kabutops und seine Schergen griffen uns ohne Vorwartung an. Plaudergeier reagierte zuerst und schirmte mich vor ihnen ab. Dabei wurde er K.O. geschlagen. Danach habe ich Kabutops und seine Bande Sterne sehen lassen. Aber Plaudergeier war außer Gefecht. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich geriet in Panik, weil ich Plaudergeier nicht helfen konnte. Da tauchte Lapras auf. Lapras? Yep, Lapras. Lapras rettete Plaudergeier. Oh, ich verstehe. Hast du also Knuddeluff kennengelernt, Lapras? Ja, ich hatte überhaupt nicht vorgehabt, mich zu erkennen zu geben. Aber ich änderte meine Meinung in der Sekunde, als ich Plaudergeier auf dem Boden liegen sah. Ich musste einfach helfen. Später rang ich Knuddeluff ein Versprechen ab. Ein Versprechen? Ja. Hey, was für ein Versprechen denn? Ich glaube, Lapras erkannte sofort, dass wir ein Erkundungsteam waren. Daher verfolgte er die folgende Strategie. Er sagte, dass er nicht wüsste, ob wir Banditen mit großem Ehrgeiz seien oder aber ein Erkundungsteam mit guten Absichten. Deshalb bat er uns um des Weltfriedens willen. Er bat uns, bitte nicht diese seltsamen Muster dazu untersuchen. Darum bat er uns. Und? Was hast du ihm geantwortet, Gildmeister? Knuddeluff versprach, mein Ansinnen zu respektieren, mir zuliebe. Er sagte, er schulde mir Dank dafür, dass ich Plaudergeier zur Hilfe gekommen war und dass er alle Untersuchungen in dieser Richtung beenden würde. Na, das ist also passiert. Aber warum wolltest du niemanden das Muster untersuchen lassen? Im verborgenen Land. Dort steht der Zeitturm, in dem die Alga herrscht. Die Alga befürchtete Eindringlinge. Eindringlinge könnten Chaos am Turm, der die Zeit reguliert, verursachen. Die Alga entschied für sich, sich dafür, den Zeitraum zu schützen. Es versteckte das verborgene Land in einer Spalte in der Zeit. Eine Spalte in der Zeit? Ja, das ist schwierig zu erklären, aber es ist eine Spalte in der Zeit selbst. Es ist der Abstand zwischen Teilen eines Sekundenbruchteils. Ich verstehe. Kein Wunder, dass niemand diesen Ort gefunden hat. Eine Spalte in der Zeit. Niemand konnte jemals hoffen, solch einen Ort zu finden. Nein, die Jäger ließ einen Schlüssel zum verborgenen Land zurück. Es ist ein besonderes Fragment, in das ein rätselhaftes Muster geätzt wurde. Als ich die Geschichte des weisen alten Kurtel hörte und als ich das Reliktfragment von Dragon sah, da verstand ich endlich. Ich erkannte, dass das Reliktfragment mit dem verborgenen Land in Verbindung stand. Darum eilte ich vor allen anderen zur Salzwasserhöhle hinaus. Reden, Doki. Lernen. Reden. Weil ich Lapras treffen musste. Meine Güte. Ich traf mich mit Lapras und erklärte ihm, was passierte. Wie die Zeit überall anhielt und dass die Welt in Gefahr war. Ich erklärte ihm auch, dass die Zahnräder der Zeit zum Zeitturm gebracht werden müssen. Deshalb bat ich ihn, mir zu verraten, wie man zu verborgenen Land gelangt. Und? Was geschah dann? Lapras offenbarte es mir. Er sagte, das Reliktfragment wähle denjenigen aus, der zum verborgenen Land gehen wird. Das Reliktfragment selbst tut das? Es wählt aus von selbst? Ja, yep, anscheinend ist es so. Und das Reliktfragment wählte Dragon aus. Hey, warum hast du das Reliktfragment Dragon aus? Hat das Reliktfragment Dragon ausgewählt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Alga möchte diejenigen vom eindringenden Zeitturm abhalten, die böse Absichten im Herzen tragen. Darum ist das wichtigste Kriterium die Herzensgüte. Und deswegen muss das Herz von Dragon auf einer Wellenlänge mit dem Reliktfragment gelegen haben. Wir können nicht mehr tun, um zu helfen.
Von jetzt an ruht diese Behörde auf den Schultern von Dragon und Doki. Die Specky muss jetzt den Pokepack tragen. Es liegt ganz an ihnen, zum verborgenen Land zu gelangen. Sie sind es, die die Zerstörung der Zeit aufhalten müssen. Jo, kriegen wir hin. Nee, will ich nicht speichern. Ich will nicht speichern, nein. Einfach nein. Hey Lapras. Ja? Du schwimmst schon seit einer Zeit, geht es dir gut? Ja, kein Problem, Dragon. Kein Grund zur Sorge. Wir sind ziemlich gleich da. Nee, nicht gleich da. Da. Man kann es schon sehen. Wo? Am fernen Horizont, seht ihr? Da, wo das Meer ein bisschen anders aussieht. Ah, da, wo es funkelt. Okay. Es stimmt. Die Wellen. Die Wellen sind verdreht. Hey, sind sie das? Ich hab jetzt nur das Funkeln irgendwie so erwartet. Lapras, was ist das? Der Rand der Spalte in der Zeit. Das ist das Portal, durch das wir zum verborgenen Land gelangen. Okay, los geht's. Lapras fliegt, ja, ist okay. Oh, Lapras fliegt. Nein, das ist es nicht. Das ist kein Fliegen. Wir überqueren das Meer der Zeit. Okay, also doch kein Fliegen. Sieht aber aus wie Fliegen. Es sieht wirklich aus wie Fliegen. Lapras, ist es das? Ist es das verborgene Land? Ja, das ist das verborgene Land. Wir begeben uns hinein. Es sah wirklich aus wie Fliegen. Es ist doch Fliegen. Was? Okay. Wenn das nicht Fliegen ist, weiß ich auch nicht weiter. Heilige. Die Wolken teilen sich über den verborgenen Land. Nice. Ruh dich mal aus, Lapras. Das ist das verborgene Land? Wir haben es endlich geschafft, hierher zu kommen. Bitte, seht in diese Richtung. Hey, was ist das? Yo, die rote Wolke da drüber, Alter. Ist das? Ist es vielleicht? Ja, es ist der Zeitturm. Ja, dort, wo die Dialga ist. Das ist unser Ziel. Die Zahnräder der Zeit müssen dahin gebracht werden. Aber wenn ihr mal genauer hinseht, dieser Ort erscheint in der Luft zu schweben. Ich frage mich, wie wir diesen Ort erreichen sollen. Ihr müsst das Regenbogensteinschiff nehmen. Ja, das Regenbogensteinschiff. Ja, fernab von hier findet ihr die alten Ruinen. Dort findet ihr ein uraltes mystisches Schiff. Das Regenbogensteinschiff. Es wird euch zum Zeitturm bringen. Ja, danke, Lapras. Damit habe ich meine Möglichkeiten erschöpft, euch zu helfen. Aber hier seid ihr auf euch allein gestellt. Meine Güte. Viel Glück beim Erreichen des Zeitturms. Okay. Reptane, Doki, wir müssen nicht mehr weit gehen. Lass uns weitermachen. Ja, nachdem wir kurz ein bisschen was gelagert haben. Das zum Beispiel, das. Und ich find's kacke, dass wir verdammt nochmal nicht Knackleon dabei haben können. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich find das so scheiße. Fliop, halten wir mal. Appellob auch. Ich find das so mega kacke, ohne Witz. Ich will doch nur, dass Knackleon jedenfalls uns auf solchen Missionen begleitet. Ich meine, nicht umsonst ist das ja eins unserer Teampartner, hallo? Mann. Na egal. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.